Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Seid gegrüßt, liebe Freunde. Heute zum 4. des Herbstes. Und ich denke, so langsam, jetzt sollte sich eine gewisse Kontrolle über das, was zu tun ist, einstellen. Im Sinne von, jetzt haben wir das Gröbste gepackt. Und das müsste jetzt eigentlich möglich sein, ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Dann ist eine Flasche Iridium-Wein fertig. Die wird natürlich sofort gegen eine normale Flasche ausgetauscht. Das ist schon mal sehr schön. Da gibt es schon mal gleich die ersten zwei ordentlichen Sachen. Ah, guten Morgen, Schatz. Das packen wir erstmal hier rein. Ich gehe mal hinten bei Dizzy vorbei. Und der hat Wasser. Wir haben noch ordentlich Heuballen. Alles gut. So, das müsste jetzt eigentlich von sich aus immer funktionieren, dass ich hier nicht mehr gießen brauche. Ja, und hier wächst auch alles schön. Ist gut. Aber ich gehe nochmal zurück und hole nochmal die letzten Sonnenblumensamen. Die kann ich auf der anderen Seite auch noch aussehen. Das ist ja Quatsch, die da nicht anzupacken. Insgesamt sollte mich das Ganze mit ein bisschen mehr. Sollte mir das Ganze ein bisschen mehr Ruhe geben jetzt hier. Des Feldes meine ich jetzt, dass ich auch gut mit einem klarkomme. Auf jeden Fall die, der Aufbau des Feldes, das ist auch wirklich das, so wie ich es mir jetzt vorstelle, so wie es bleiben soll. Wie sieht's denn aus? Hast du? Nein. Keine Ziegenmilch heute, okay. Ich habe übrigens einen Plan zur Veränderung hier. Und zwar denke ich, ich werde alle Bäume fällen. Alle Bäume, die auf diesem Grundstück sind, um sie dann vernünftig neu anzupflanzen. Und vielleicht mache ich das auch schon ab jetzt. Mal gucken. Also Hühner brauche ich wirklich nicht melken. Das dauert sehr lange und ist relativ wenig mit Erfolg gekrönt. Das ist sogar mir klar. Ja, hier so ein verstecktes Ei. Keine Enteneier dabei heute, aber auf jeden Fall reichlich andere Tierprodukte. So. Bäume bleiben natürlich stehen. Aber ich denke, die anderen, die werde ich alle umholzen. Sollen wir damit schon mal anfangen? Aber wie gesagt, ich möchte das dann hier so mit Steinplatten ein bisschen schöner einfach anlegen, das Ganze. Dass es besser hinpasst. So, hier gucken wir mal, wenn wir das hier noch machen. Da ist noch ein Plätzchen frei. Hier ist noch ein Plätzchen frei. Da ist noch ein Plätzchen frei. Die sind schon gewachsen. Da können ja genauso gut Sonnenblumen wachsen.
Und haben wir hier irgendwas? Ja. So. Da habe ich das doch glatt vergessen hier. So, jetzt passt es aber. Kerne reingehauen, das war echt dämlich. Vor allem, weil es ewig dauert, da was rauszuholen. So, damit wäre hier schon mal so gut wie alles am Laufen und ich... Ah ja. Hier nochmal ein bisschen Kupfer nachgearbeitet. So. Ist jetzt hier irgendwas reinzuschmeißen. Gold habe ich reichlich. Ja, Iridium ich brauche. Wie immer brauche ich am ehesten, wenn irgendwas fehlt, dann Eisen. So. Oh Mensch, das war es jetzt schon. Mit den Pflichtaufgaben. Das heißt also, es wird jetzt tatsächlich hoffentlich ein bisschen entspannter. Ich liebe diesen Keller irgendwie. Dann mache ich mich mal auf in die Stadt und guck mal, ob da irgendwelche neuen Aufgaben vielleicht anhängen oder so. Die wir noch nicht haben. Den Dünger schleppe ich hier die ganze Zeit mit mir rum. Und wenn nicht, dann. Ja, dann fange ich an, hier Bäume abzuholzen und es neu anzuordnen. Hm. Haselnüsse. Morgen. Keine neuen Aushilfeschilder. Dann einmal zum Strand runter. Oder ich könnte mal, warte mal. Ich guck mal tatsächlich mal in die Bibliothek. Da habe ich A schon lange nicht mehr reingeguckt. Und B haben wir ja durch die Geschichte mit dem Goblin auch gelernt, dass ja durchaus da Sachen drin sind, die vielleicht interessant sein können. Genau, Goblins. Okay, das war nicht zwergisch. Oder doch? Jedenfalls kann ich es nicht lesen. Vogelscheuchen. Die brauche ich mal wieder. Gern ist der Sternenfallfrucht. Also des Briekönigs, der Bombenerfolg vom Videospiel. Ja. Eine Studie über Diamantenerträge. Das Brauen, ja, inzwischen bin ich ja auch ein ordentlicher Braumeister geworden.
Das Mysterium der Zwerge. Höhepunkte des Buches von Joba. Das sind wohl die uralten Früchte. Herzklinge, ja, okay. Ja, das Ding habe ich inzwischen, ja. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelican gefunden. Dort ist eine kleine Tür verborgen in der Dunkelheit, konnte sie aber nicht öffnen. Runter. Einen Pupperfisch. Ja doch, den habe ich. Genau, den habe ich geschafft. Legendenfisch habe ich, glaube ich, nicht geschafft, oder? Eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. In dem Tunnel. Ich habe mal irgendwas von einer Geschichte gehört, wo man eine Batterie irgendwo reinpacken muss, damit sich was öffnet. Also, dass das sozusagen wie so eine elektrische Tür ist. Könnte das natürlich sein. Oh, da habe ich wohl letztes Mal nicht alles mit Köder befüllt, wie es aussieht. Der Tunnel, der das Sternportal reinführt, das ist da beim Bus, glaube ich, raus. Da kann man ja auch rein. Sollen wir das einfach mal ausprobieren? Jetzt kann ich ja auch morgen noch. Zeit ist ja heute noch. Es ist ja nicht mehr so viel Eile geboten jetzt gerade. Ja, das mit dem Holzfällen, das will ich halt machen, um mein Grundstück einfach ein bisschen ordentlicher hinzubekommen. Noch einfach mal, ob das irgendwas damit zu tun haben könnte. Mit dieser Batteriegeschichte, die ich mal gehört habe. Ich nehme einfach mal eine mit. Dank des letzten Gewitters sind ja wieder reichlich da.
Käse und Mayo, das schätze ich auch weiterhin noch, denn die sind der Grundstock meines Wohlstandes geworden. So muss man das ja mal sagen. Na, Familie. Genau, ich hatte ja mal eine hier für Muscheln extra. Das wird schon herbstlich spät gerade. Aber trotzdem, wir gucken uns das mal an. Oh, goldene Haselnüsse, sehr schön. So, hier ist der ominöse Tunnel. Oder hier kommt er. Hier soll irgendwo eine verborgene Tür sein. Nicht mehr. Was haben wir hier? Eine batteriebetriebene Schließkassette. Unglücklicherweise fehlt die Batterie. Da war doch irgendwas, was ich mal gehört habe. Es hat funktioniert. Die Kassette schwingt auf. In ihr liegt eine Notiz. Deine erste Aufgabe: Bringe eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig. Lege sie in die Box, Mr. Key. Okay, das ist aufregend. Leider habe ich die letzten Regenbogenmuscheln immer weggegeben. Jetzt habe ich nur eine goldene zu Hause. Die möchte man ja ungern hergeben, aber das klingt auf jeden Fall interessant, als ob wir so eine Art Schnitzeljagd vor uns haben. Regenbogenmuscheln lassen sich auch wiederfinden, das ist nicht so wild. Fischkiste habe ich keine andere, ne? Ne, dann muss ich die wohl hergeben. Schatz, ich bin noch mal am Bahnhof. Da ist eine Kiste. Was könnte die sein? Nee, da können wir nichts reintun. Die da? Du wirfst die Muschel in die Box. Sofort flattert eine Notiz von den Dachsparren über die herunter. Gut gemacht, deine nächste Aufgabe. Platziere 10 Rüben im Kühlschrank des Bürgermeisters, Mr. Key. Das mit den Rüben ist so eine Sache. Nichts weiter. So komme ich nur zum Keller des Magiers. Das mit den Rüben ist ja so eine Sache, die wachsen gerade. Oh hey, ich wusste gar nicht, dass du hier nachts abhängst, Sebastian. Ja, Fenster. Gut, klar. Fenster machen jedes Zimmer ein bisschen interessanter. Thank you.
drüben, also gut, gut. Na, dann werde ich mal mit meiner Abholzaktion beginnen. Um dann möglichst schnell wieder aufzuforsten. Klar, hier hinten in diesen nicht nutzbaren Regionen kann ich natürlich einfach den Wald entstehen lassen. Also eine Art ewigen Holzvorrat. Das stimmt schon. Hier stört er ja überall keinen. Aber nein, ich habe gesagt, ich will alles abholzen. Dann holze ich alles ab. So. Forst ist dann nach Plan wieder auf. Aber nicht mehr heute. Denn heute wird es Schlafenszeit. So. Weg und wir gucken mal morgen, was so passiert. Die Aufgaben des Mr. Key, das ist natürlich unheimlich irgendwie. Und heute hat der Elliot Geburtstag. Der mag besonders gerne Enten fühlen. Aber auch andere Sachen wie Tomka-Suppe, Krabbenkekse oder Krabben selbst. Ich möchte endlich die... Ah, morgen regnet's. Ich möchte endlich die Freundschaft mit ihm beginnen. Also insofern wird es Zeit, sich mal darum zu kümmern. Luke schläft noch. Kleine Laura springt hier wieder rum. Ja, ich werde bestimmt auch ein bisschen unterwegs sein heute. So, hier unten ist noch nichts fertig. Schon Rüben fertig? Nein. Aber die wachsen hier gerade. Das heißt, wenn ich die durch habe, dann 10 davon zum Bürgermeister. Das tut mir fast in der Seele weh. Aber ansonsten wächst hier alles ganz gut voran. Da ist ein freier Platz, den ich irgendwie vergessen habe. Aber ich habe ja gerade so ein bisschen Mixsaat in der Tasche. Kann die da hin? Jetzt hier rumgucken und sonst irgendwo? Nee, sonst ist alles gut. Bewachsen, denke ich. Und hier kann auch Mixart hin. Das kleine Nebenfeld, wenn man so will, hier. Thank you.
schlimm, was ich hier mache, ne? Alles wegholzen, ja, ja. Das sehe ich durchaus ein. Aber es muss. Oh! Sehr schön. Wieder schön auffüllen hier. So. Könnte ja prima noch irgendwie einen Brunnen oder sowas machen. Geode hier auf meinem eigenen Grundstück. Überlegt, wo wir dann hin sollen. Kommt ordentlich was zusammen an Holz alleine schon mal. Und ich bin noch nicht mal halb durch hier. Jetzt gucke ich erstmal wegen Elliot. Oh. Und wegen der Tiere. Da habe ich auch noch gar nicht geguckt.
Haben wir eine Entenfeder? Nö. Und schon wieder kein Platz mehr. Ich werd verrückt. Boah, das erste Mal, dass ich so viel Holz tatsächlich habe. Cool. Ich komme wieder zu euch und auf euch zurück. So, das Einfachste ist jetzt, mal zu gucken, ob wir noch einen Lobster haben. Ein Hummer. Nee, gerade nicht, so wie es aussieht. Oder? Habe ich den jetzt hier nur übersehen? Garnele. Krabbe. Flusskrebs. Aber kein Lobster. Dann kriege ich dann, auch wenn die eigentlich super wertvoll sind für mich, aber er mag sie gerne, einen Krabbenkuchen. Den bringe ich ihm jetzt erstmal, bevor wir hier mit der Zeit irgendwie verhaspeln. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall das Freundschaftsfeld mit Elliot starten. Schlimm genug, dass ich ihn 2 Jahre in Folge vergessen habe. Ist er auch gerade, sehr schön. Sir Elliot. Ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Elliot, der Schöne. Und siehe da, aus 0 macht wenigstens 2. Nicht viel, aber ein bisschen. Es ist zumindest kein einziger Dorfbewohner mehr da, mit dem ich 0 Herzen habe. Ach, Clint wieder mit seinen 40 Kupfererz, ja. Tiere versorgen, bevor ich das wieder komplett aus den Augen verliere hier. Das lasse ich auch mal kurz hier. Ja, alles gut.
Alles klar, gut, wunderbar. Jetzt, wo ich nicht mehr das Feld bestellen muss. Erstmal zumindest. Ja, Twitchy, Twitchy. Ich suche aber Darky. Na, die entwickelt sich gut. Noch irgendwelche Zufallstrüffel hier draußen. Naja, dann kann ich hier nochmal die... Ja. Daraus ergibt sich dann auch, dass ich hier wahrscheinlich noch eine Mauer hinziehen muss. So, ja, vielleicht nochmal die Tierprodukte langsam in die Produktion stellen. Das wäre vielleicht auch noch ganz hilfreich, nicht wahr? So, ja, sieht gut aus. Ja, auch der Baum muss weichen. Und hier kommt dann vielleicht auch noch ein weiteres Gebäude daneben. Das müssen wir nochmal überlegen. Ja, 22,5, da kann ich ja noch ein bisschen weitermachen. Ist gerade Eichenholz fertig, sehr schön. Geht in die Nacht, range Baum nach Baum nieder. Man musste einsehen, dass es Zeit fürs Bett war, denn seine Energie war so weit runter, dass er sie am nächsten Tag nicht mehr regenerieren würde, wenn er jetzt nicht sofort schlafen ginge.
deswegen tut er das. Und er schleppt alles mit in seinen Taschen da und bringt es erst morgen in den Verkauf. Das macht nichts. Gute Nacht. Die vielen uralten Früchte nämlich ließen es einen sehr ertragreichen Tag werden. Heute regnet's. Man hört's schon. Mal gucken, ob wir was draus machen können. Geburtstag keiner. Wahrsager. Neutrale Geister. Also muss man nicht unbedingt weg. Wie sieht's denn bei Lukas? Lukas wach. Yeah. Hey, mein Kleiner. Aber Schatz, deine Haare passen zu jeder Jahreszeit. So. Den hier mal rein. Und die. Und die Saaten, obwohl. Eigentlich kann ich die auch gleich, statt sie hier reinzutun, kann ich es auch mit mir mitschleppen. Oh ja. Ja, das Kupfererz noch für Clint, da war was. Ne, hier. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier wieder reingekommen bin. Was wollte ich noch wegtun? Das Erz habe ich vergessen, so rum war's. Die ersten Auberginen, jawohl. Und auch der Chinakohl ist fertig. Klappe die Klapp. Neuen machen. Na, jawohl. Hier haben wir jetzt neu. Machen wir den auch noch. Und der ist so schnell gewachsen, da können wir noch gut was aussehen. Natürlich ist es sowieso gerade das Monatsanfang, aber. Also da kommt noch reichlich bei raus, wollte ich damit irgendwie ausdrücken, schätze ich.
überlege ich gerade. Neuer Bauauftrag. Könnte man mal machen. Ziegenkäse zum Verschenken habe ich auch dabei. Dann gehe ich mich mal kurz um die Viecher kümmern. Ich weiß, heute ist nur ein Kuhtag, aber probieren tue ich es trotzdem immer. Schon durch. Alle gehabt, sehr schön. Teste ich nochmal, ob das hier ein Baum ist. Nein, ist es nicht. Alles klar. Dann ist das Grundstück für die Tiere wieder ein bisschen abgesichert. Es geht ja auch darum, dass denen nichts passiert, ne? I'll be back, Freunde, I'll be back. Ich werde hier weitermachen. Ich werde heute nicht in die Minen gehen. Da ist sowieso kein Köder mehr drin. Ich benutze den auch dafür nicht. Also kann das Ding auch weg hier. Die Kiste kann ich anderswo besser gebrauchen. Hier zum Beispiel. Ist immer ganz gut, wenn irgendwo eine Vorratskiste drin steht für Notfälle. Ich versuche nochmal schnell zur Robin zu kommen und dann einfach mal einen Brunnen der Ziele wegen zu beauftragen. Die
Pilze. Lange nicht in die Pilze geguckt. Oh nein, du bist ja pitschnass. Ja. Das macht aber nichts. Guck mal, ich habe dir einen leckeren Ziegenkäse mitgebracht. Das für mich? Wow, das finde ich total super. Ich hätte gern. Ich könnte ja auch noch einen neuen Schuppen bauen lassen. Aber hier so zentralen Brunnen, das wäre doch ganz schön. Das gleich so als Art Grund benutzen, dann den Käse abzuliefern. Einfach als kleines Freundschaftsgeschenk. So. Erstmal kann ich sagen, das funktioniert hier alles wunderbar. Und den Sprinklers. Mir fällt gerade auf, eigentlich sogar bescheuert, wenn ich das Ganze noch um einen rüber versetze. Dann gibt es da 1, 2, der macht dann hier. Der kann sich voll ausbreiten. Dann dürfte das doch sogar nur entsprechend 4 Felder kosten, oder? Untersuche ich gleich nochmal. Ich glaube, da habe ich einfach so ein bisschen verrannt. Ah, wieder vergessen, die süße Edelsteinfrucht. Ich komme da nochmal drauf zurück. Ich will mich jetzt erstmal nochmal schnell in die, ins Holz gehen.
So, guck dir das an, du. So, alles frei, alles weg. Boah, unglaublich. Es ist schon wieder ziemlich spät, aber das macht nichts. So, ich kann ja jetzt, warte mal. Ich habe jetzt so verschiedene... Holzpfad. Machen wir mal. 90 Stück. So. Jetzt kann ich ja zum Beispiel anfangen. Das jetzt hier in... Also Bäume wachsen hier ja auch, ne? Die kann ich hier überall... Ja, kann ich hier überall hinsetzen. Wenn ich jetzt sage, ich fange hier an. Hier mal frei. Kann ich den da wegkloppen? Nein. Aber wenn ich jetzt hier anfange, Bäume zu pflanzen. Ah, okay. Also nicht überall, aber so in der Form will ich das auf jeden Fall machen, dass ich hier dann so eine Art Allee von Bäumen letztendlich habe. Und dazwischen laufen kann, vielleicht sogar mit Zweierfeldern dazwischen frei, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Ich jetzt hier sage so. Ich weiß, ich muss dringend ins Bett. Ich will das nur mal andeuten hier. Und da dann zum Beispiel halt, wichtig sind ja vor allem die Eicheln. Dazwischen setze dann. Könnte ich doch da vielleicht so eine schöne Bars für eben, ne, ihr wisst, das Zeug machen. So, jetzt, oha. Jetzt falle ich gleich in den Schlaf, wenn ich nicht aufpasse. Deswegen schnell hier rein. Und in letzter Sekunde noch ins Bett. Gute Nacht, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.